Guten Tag und mal wieder willkommen zur neuen Session, neuen Folge von Cossacks Back to War. Ich wusste nicht mehr, welchen Spielstand wir als erstes gespielt haben. Und deshalb habe ich einfach einen neuen gestartet. Wir spielen mit Sachsen in Rot und spielen gegen Niederlande, Piemont und Schweden, Venedig, Bayern und die Schweiz, die spielen alle gegeneinander. Halbinsel, der Boden ist eben, Anfangsressourcen normal, ja. Mineralien sind Mittel. Und die Kartengröße ist normal. Kartengröße ist normal und eine mittlere Armee haben wir auch. Deshalb starten wir einfach. Da ist Gold. Die sammeln wir erstmal da. Ah, genau. Ihr macht erstmal Getreide. Ist immer ganz wichtig. Was wichtig ist. Wichtigeres gibt's gar nicht. Ich sag viel zu viel so, ne? Tut mir doch jetzt schon weh, leid. Und es fängt an zu gewittern. Die Karte ist wirklich nicht sehr groß, aber es geht schön. Holz ist immer ganz wichtig. Und wir haben uns ja, also ich habe mich ja mir für die Aufnahme immer Ziele gesetzt. Ich weiß nicht, welches Ziel wir als letztes hatten. Darum habe ich jetzt einfach mal kein Ziel genommen. Ist auch nicht so schlimm. Kommt dann nächste Folge wieder. Also nächste Aufnahme. Ich werde das jetzt hier alles hintereinander aufnehmen. Nahrung ist immer sehr wichtig. Darum erforschen wir auch gleich das hier.
Genau, den Hafen. Was wird das noch bauen? Was haben wir für einen Hafen? Ach ja. Das hier und das und den Markt. Was fehlt uns denn? Kohle. Eine Menge Kohle. Genau, alle Gebäude brauchen wir fürs 18. Jahrhundert. Hier baut euch mal hier so ein Häuschen hin. Geht doch viel schneller. Gold, Gold, Gold brauchen. Ich kann ja nicht wegscrollen. Die Sonne Gold. Oh shit, da krieg ich auch einen Schluck auf. Ich werde so schnell wie möglich die ersten Mal angreifen. Was machen die denn da? Sehr, sehr komisch. Viele Bauern. Doch, war das P. Noch ein paar Häuser. Schon hier rum. Von hier geht's. Sehr merkwürdig. Nahrung haben wir auch noch nicht.
Könnte man ja mal vielleicht, ja. Erforschen, das wollte ich sagen. Hier gehen doch alle auf einmal rein, ne? Alle ran da. Ugh.